Burgruine Corvinstein, Ende Praios 1028 nach Bosbarans Fall. Auf dem Burghof steht das Banner. Sorgsam aufgereiht Informationen und Stillstand. Bereits seit 30 Minuten verharren sie bewegungslos auf dem Platz. Die Zelte wurden beiseite geräumt, Beschwörungszirkel entfernt und die Bierfässer ins Innere geräumt. Nebel zieht in Schwaden über die Szenerie. Immer mal wieder kann man das ungeduldige Scharren der Tatzelwürmer hören, doch auch sie sind ungewöhnlich still. Verena von Mersing bewegt sich unruhig zwischen ihren Männern und Frauen. Die Drachenreiter wurden ihr noch vor der Öffnung des Todeswalds im Osten anvertraut, davor waren sie ihr keine Rechenschaft schuldig. Den Varunkern fehlt das an Offizieren, lediglich Nekromanten werden in der schwarzen Albtraumpyramide ausgebildet. Dann kann man die Krähen hören. Zunächst nur vereinzelt, dann immer mehr. Ihr dunkles Krächzen dringt durch den Nebel heran und in Verenas Magen bildet sich ein Knoten. Die ersten untot leuchtenden Augen starren von den Zinnen zu ihr herab. Krankes Gefieder und skelettiertes Fleisch. Doch bevor sich ungezählte Myriaden von Aasvögeln gänzlich niedergelassen haben, kann man das Schlagen von noch mächtigeren Schwingen spüren. Ein Beben in der Luft und ungesunde und ungenannte Töne begleiten den Landeanflug von ihm. Man kann das Splittern von Steinen hören, Krachen von dicken Holzplatten, die wie Spielzeug einknicken. Der Gefängnisturm gibt nach und zerplatzt, dann schiebt sich, begleitet von fallenden Trümmern, die schwarze Schnauze von ihm durch den Nebel. Rassasson blickt aus wutsprühenden Augen auf die Versammlung. Vier der Mordbrenner geraten in Panik, werden wahnsinnig oder brechen aus der Formation aus. Die schweren Skelettkrieger spießen sie ohne Emotion, aus Reflex auf und eine drückende Stille legt sich über den Corvinstein. Sie hat versagt! Erbärmlich! Lügnerin! Der Mensch hat ihn entkommen lassen! Ihre Falle war nutzlos. Sie vermag nicht einmal zu erahnen, wie unvorstellbar widerlich und jede Faser ihres kümmerlichen Seins ist. Verzeiht mir eure kaiserliche Unsterblichkeit, setzt Varina zur Antwort an. Die Muskeln im Kiefer spannen sich. Weitere Steine brechen herab und Dachziegel zerknirschen unter dem tonnenschweren Leib. Sie waren wie Geister. Wir haben Fallen gestellt, sie durch den Hof locken wollen und dann abstechen. Wir hatten alles vorbereitet. Mordbrenner, Todesdienet und Drachen haben ausgeharrt. Selbst wenn sie durch die Steine in den Keller gekommen wären, hätten die Untoten sie doch zerrissen. Varena bricht ab. Mit einem bloßen Gedankenimpuls, der durch Mark und Bein geht, bricht der Bergfried und begräbt die Tatzelwürmer unter sich. Das sind keine Drachen! Nicht einmal mehr zucken oder jaulen dringt aus dem Stein hervor, nur noch eine schwarz-weiße Flüssigkeit breitet sich stinkend unter dem zerbrochenen Turm aus. Findet sie! Bringt mit den Gefangenen! Niemand kümmert dein Leben mehr! Du dienst mir auch im Untod, wenn du versagst! Ohne ein weiteres Wort der Rechtfertigung senkt Varena ihren Kopf und ballt ihre Fäuste. Rassasson erhebt sich. Flügel breiten sich einem Pestodem gleich aus und zerstieben den Nebel. Jetzt sieht man den schwarzen Drachen zum ersten Mal mit vollem Körper. Nicht nur die schwarze Schnauze, sondern auch der Rest ihres Leibes hat einen neuen Schuppenpanzer. Öliges Fleisch hängt noch immer herunter und wird von Narben zusammengehalten. Doch es steckt weitaus weniger Untot in dem äonenalten Kaiserdrachen als noch vor zwei Monaten. Sie erhebt sich mit ihren Schwingen und gleitet zurück nach Inferno. Varena blickt mit leerem Blick hinterher und streift dann den Bergfried mit ihren zerquetschten Tatzelwürmern. Immer noch bewegt sich die Formation vor ihr nicht. Die gestorbenen Mordbrenner erheben sich aber mittlerweile wieder. Die Wunden der Speere klaffen tief in ihrem Rumpf und helles Blut verklebt ihre Rüstung. Die Offizierin blickt zu dem Nekromanten Terengar di Targun, der bisher mit verschränkten Armen neben der Szenerie stand und einen weißen Wein genoss. Würde der Leib des Kopter ihn nicht beschützen, hätte sie ihm längst den Schädel eingeschlagen. So jedoch war ihre Chance nur die Seite aus dem Buch. »Rührt euch!«
schallt ihr Ruf über die Ruine. Dann dreht sie sich um und verlässt den Platz. In ihrer Tasche greift sie nach einem Papier aus dem Buch von Terengar und streicht es im Laufen glatt. Der Höhlendrache Alopir sollte ihr nun helfen. Sie hatte immerhin seinen wahren Namen.